Ich sehe mich vorsichtig im Raum um. Also ich versuche irgendwie nicht in irgendwelches Blut zu treten, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ja, also er liegt so halb auf dem Bett. Das hättest du natürlich jetzt nicht benutzt mit ihm. Aber natürlich steht das im Raum, weil wir sind hier immer noch in einem Bordell, auch mal, wenn man sich hier gut unterhalten könnte. Und er, als ob er drauf gesessen hätte, mittlerweile liegt er drauf, seine Füße noch halb, also so stehend auf dem Teppich. Und der Rest von ihm liegt dann eben auf dem Bett. Hat, wie gesagt, ein Glasdolch im Bauch, der ist auch abgebrochen im Inneren und du kannst sehen, wie sein Blut sich vor allem an der Stelle schwärzlich verfärbt hat. Gift also. Wird immer besser. Ich trete wieder raus, allein schon, weil die Luft hier drin vermutlich ziemlich übel mittlerweile ist. Mach die Tür hinter mir zu. Und geh kurz. Also ich wink der, ja doch, ich wink der Betreiberin zu im Sinne von, bin gleich wieder da, geh kurz vor die Tür. Hier lungert bestimmt irgendwo Straßenkind rum oder so. Ja, selbstverständlich. Also ja, auch zu später Stunde. Dem gebe ich eine gehackte Silbermünze, also eine halbe. Sag ihm, er soll zur Akademie laufen und nach Abelmeier Morena suchen, also mit Beschreibung. Mhm. Er soll pronto hier runterkommen. Und dann gehe ich wieder rein, nehme mir einen Lappen und verhindere, dass das Blut unter der Tür durchläuft. Oder wenn es durchgelaufen ist, versuche ich es irgendwie ein bisschen unauffällig zu machen. Okay, also bist dann erstmal mit Wischen beschäftigt. Jeder, der ausgetretenes Blut auf Holzfließboden schon gesehen hat, der weiß, dass das wohl etwas dauert. Und dadurch, dass du an offener Tür dann da so rumhockst, würfel mal eine Hauswirtschaft. Plus 7. Würfel mal eine Hauswirtschaft. Plus 7? Plus 7. Du willst jetzt in einem Bordell mit Putzzeug, was du nicht hast, sauber machen, ohne dass das jemand mitbekommt. Er möchte nicht sauber machen, er möchte nur verhindern, dass es rausläuft. Ja. Dazu muss er eigentlich nur eine Wurst drehen. Richtig, also im Grunde muss ich den Ghetto-Zugdackel drehen und ihn vor die Türkante legen. Plus 7, mal plus 5. Okay, ja, ich möchte es heimlich tun. Das macht es fixgefällig, das macht es mirakelkonform. Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle. Also raus damit. Ja. Komm, mit Rückkenntnis schmeißen wir eben, das sind 13, lassen wir Erschwernis, Erleichterung mal gut sein. Das sind also, die Hälfte von 13 sind 7 plus 5 sind eine 12er Talentwert. Ja. Würfeln wir es mal. Jo, ich gebe jetzt, geb jetzt auch 5. Ich gebe jetzt einfach nur eine plus 12. Eigentlich ist der Talentwert höher, aber who cares? Ja, sorry, ach, plus, minus, ich habe plus 12 eingegeben, weil ich doof bin. Ja, damit ist es plus minus 1 gelungen, ne? Ja. Nee, gar also, nicht, minus 3. Warte. Minus 3 sehe ich gerade. Warte, notwendige Erleichterung 21. Warte. Also, du hast geworfen. Eine 16, 20, 16, 16. Du hattest. Was, chip mal den ganzen Wurf. Ich wollte gerade sagen, also dafür. Hast du einen Chip? Hast du einen Schicksalspunkt? Moment, ich muss es vorumschauen. Ich glaube ja. Dann haben die anderen ihre Schicksalspunkte. Ich habe in letzter Zeit verbrannt. Nichts maximal. Nein, die Amantas Abel Meraphim haben keinen. Ich habe noch einen. Gut. Na, gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe in letzter Zeit nichts maximal Dummes getan. Okay, das ist ein sehr guter Wurf. Da habe ich alle übrig. Da das müssen wir nicht, ja. Aber dort hätten wir eben angefangen zu rechnen. Das hättest du auch nicht geschafft mit dem Wurf. Es ist richtig, das habe ich auch gesehen dann. Ja, okay, du drehst dann so eine Handtuchwurst und versuchst dann eben so das Blut wieder zurück in den Raum zu schieben, mit gutem Willen und den Rest irgendwie mit ein bisschen Dreck von unter deinem Schuhen kannst du dann das Blut, was schon auf dem Holzboden... Also, das wird man... Ich gehe einen Schritt nach links, ich nehme einen Läufer, der hier sicherlich rumliegt und ziehe ihn einfach zwei Schritte, sodass er drüber liegt. Ja, gut, ausgezeichnet. Ab und zu läuft dann auch mal so ein Freier wieder an dir vorbei, tust dann so ein bisschen, machst die Tür ran so und tü-tü-tü-tü-tü. Sodass dann eben keine Stadtwache ankommt und nach grob einer Stunde Abelmir, ein kleines wo läufst du eigentlich gerade rum? Er ist mit mir in der Bibliothek. Richtig, da habe ich ihn auch hingeschickt, weil das haben die beiden ja angekündigt. Genau, ja gut, dann schlägst du gerade das Buch zu, hast schon einiges an Spezialwissen mit rausgenommen, hättest natürlich noch mehr rausholen versucht, ich weiß ja nicht, ob da noch mehr im Buch steht, dann klopft dir ein kleines Kerlchen auf die Schulter. Hallo, bist du Abelmir? Ja. Mir hat so ein Preisgeweihter hat mir gesagt, ich soll dich suchen. Er ist beim Bordell. Er sagt, du sollst ja hinkommen. Einen Namen genannt? Er hatte so ein Bart und so eine eiserne Hand. Oh, das muss Jalan sein. Den Namen habe ich vergessen, tut mir was leid. Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Oh Gott. Er hat gesagt, du sollst zum Bordell kommen. Schnell. Ich ahne Schlimmes. Ach, mir spannt auch Schlimmes, wir sollten auf jeden Fall gehen. Ja, gut. Soll ich das Buch zurückbringen? Nein. Pack mir den kleinen Jungen so im Genick und schieb den so raus aus der Bibliothek. Junge, komm mit. Das hier ist eine langweilige Bibliothek, das interessiert dich doch nicht. Soll ich dich zum Bordell bringen? Ja, bring uns bitte zum Bordell. Er hält seine Hand auf.
Ja, aber mir bezahlt den Bettler. Ich drücke ihm mal so einen Silbertaler in die Hand. Ich bin kein Bettler, ich bin ein Kind. Ja, ja. Und er lacht los. Ja, nach einer Stunde, die Jalan da gewischt hat und den Piloten angeschaut, in der Hoffnung, er würde wieder aufstehen und ihm sagen, wer sein Mörder ist. Ja, zum Glück erhebt er sich nicht. Also Nekromantie ist ja nicht im Spiel. Was ein Glück. Irgendwann taucht Abelmir auf. Möchtest du noch einen Boten zu Zulamin und Rafim schicken? Ja, ich dachte, Abelmir wäre schneller, wenn es sowieso so lange dauert, wäre ich ein weiteres Hacksilber später können auch Rafim und Zulamin dort auftauchen, gemeinsam mit Abelmir, wenn sie denn möchten. Er hat nicht, also die Botschaft enthält nicht, was Phase ist. Nur, dass es wichtig ist. Also Rafim ist nicht in der Lage, das zu entscheiden. Stimmt, die beiden kriegen gar nicht raus. Also Zulamin ist fast so entrückt wie damals bei Rassasor. Also, Das sehe ich ehrlich gesagt. Du hast recht, die kriegen halt auf keinen Fall raus. Nicht mit 28 oder was sie gewürfelt hat. Ja. Also, ja, Also wenn da jetzt der schwarze Drache den Tempel zerstört, bin ich raus. Bin ich leider raus. Also die Frau hat 20 Punkte Entrückung. Ja. Ah, da sind wir raus. Okay, ja, der kleine Junge steht dann gemeinsam mit Abelmir wieder dort und der zweite, den du eben losgeschickt hast. Und ja, ich habe sie gefunden, aber sie haben nicht reagiert, keine Ahnung, tut mir leid. Lass gut sein. Sie hat geglüht. Ja, dann, was hast du gemacht? Voltax, halt hier draußen die Stellung. Pass auf, ob jemand dich beobachtet. Abelmir, komm mit. Kapitän, ihr seid auch da. Ich habe eine chorgefällige Hand, Dukatengardisten mitgebracht. Gut, bring sie hinten raus. Lungert ein wenig in der Gasse herum, lasst euch nicht sehen. Jalan, ich bin der Kapitän immer noch. Ich würfel mal auf Neugier, ob ich hier draußen wirklich warten will. Ihr habt ihn gehört, wir gehen hinten rein. Dann bring ich aber mir das Zimmer. Wenn du neugierig sein willst, dann bist du neugierig, ne? Wow. Ich muss dich zwingen, aber du darfst immer neugierig sein. Ja, ne, aber ich würfel das ganz klassisch. Ne, ich bin nicht neugierig. Ja, dann ruft dich dann auch relativ bald. Aber mir soll nur erstmal, dass nicht so viele Leute in diesem Raum rumtrapsen. Ja, klar. Ich guck halt kurz den Gang hoch und runter. Und dann mache ich die Tür für ihn auf. Schubst ihn rein, wenn er irgendwie natürlich vermutlich erschrocken stehen bleibt. Geh hinter ihm rein und mach sie erstmal wieder zu. Okay. Nun, ich vermute mal, das Gespräch ist nicht so gut gelaufen. Ja, da. Oh, gib's mir! Ich muss dir wohl nicht erzählen, dass ich es nicht gewesen bin. Ja! Nun gut. Habt ihr ihn bewegt? Nein. Ich dachte mir, du als Anatom möchtest da vielleicht. Du bist mich hart! Ich klopf ihn mal gegen die Wand! Ey! Ich bin abgelenkt. Und guckt man den Leichnam genauer an, diesen Dolch, der abgebrochen ist, aus Glas. Ja, dann geht dann tatsächlich erstmal, denke ich, und gesellt sich zu Voltax. Also ich glaube, Korragon, Diamantis wird den Dolch kennen. Das ist ein Mengbiller. Das Dolch, der soll abbrechen, im Inneren ist Gift und wenn der eingestochen wird, dann zerbricht das automatisch, das Gift strömt aus und eine sehr beliebte Meuchlerwaffe. Alan, was ist denn da vorgefallen? Warum sollten wir denn so schnell? Ich nehme an, wir sitzen gerade sowieso wie Diamantis gerade jetzt irgendwie an der Seite in einem Separé, das man für uns vorbereitet hat. Ja. Aha. Und betrachten von hier aus halt das den Teil der Schnitt, der ich schon kommt, den wir sehen können. Ja. Und wir hatten vier Dukatengardisten dabei. Wo stellen wir die hin? Vor unserem Separé? Vor deren Separé? Hinten, die sollen hinten rumcornern, hatte ich doch zu dir gesagt. Okay, ja, gut. Ich dachte, ich gehe mit denen hinten rein. Dann habe ich das missverstanden. Sein Vermont ist tot. Aber wer schaut sich den gerade? Ich würde ihn gerne unauffällig herausschaffen. Deswegen habe ich Monterey ein paar helfende Hände holen lassen. Ah, ich verstehe. Idealerweise können wir ihn zu Kamazitiana schaffen und er kann bestimmen, welches Gift ihn umgebracht hat. Ja, wir können ihn auch einfach fragen. Und aber das Gift wird uns nicht viel weiterbringen. Ja, theoretisch. Alles. Theoretisch, wenn er umgebracht worden ist. Wird sein rachsüchtiger Geist hier vielleicht noch irgendwo verharren? Jana stellt sich einfach mal taub. Theoretisch könnten wir diesen Geist ja fragen. Rachsüchtige Geist eines Preios geweiht. Ach so, es war ein Preios-Geweihter.
Ja. Muss ich allein entscheiden. Wir keine Grenze übertreten oder so. Auf Moralkodex wird nicht gewürfelt, der triggert einfach. Entsprechend, Jana hat seine sehr angestrengte Ader auf der Stirn, weil er möchte die sagen, ja sicher. Du kannst das auch eigentlich ablesen, so mit Menschenkenntnis 2. Aber er wird einfach mit den Zähnen malen und ab und zu an dem Getränk nippen, das man sicherlich hier aufgestellt hat. Und dann warten wir auf mir. Ja, ich würde wie auch die Leiche untersuchen, gucken, aus welchem Winkel vielleicht die Waffe geführt wurde, ob es wir ausschließen, ob es ein Rechts- oder Linkshänder ist. Achso, du hast Anatomie mit Spezialisierung Mensch, 1217, 9 Punkte. Kurzer Kampf, sehr kurzer Kampf, und zwar ging das sehr schnell. Er hat sich nicht wirklich gewehrt, es gibt kein Blut unter den Fingernägeln von ihm, also Kratzspuren oder sowas, er hat keine Waffe gegriffen. Es gab keinen Kampf, du guckst dir die Kerze an, die wurde wie gesagt ausgedrückt, sodass es eben auch nicht nur wirklich nach Rauch riecht oder sowas, also sie wurde auch nicht ausgepustet, es ist relativ dunkel im Raum, aber du kannst es dir wieder hell machen und es gab einmal einen sehr schnellen Stich mit dem Mengbille in den Bauch und eine Kehle wurde durchgeschnitten mit einem anderen Dolch. Dafür ist der Mengbille nicht da. Weiß nicht genau, warum das gemacht worden ist. Vermutlich, damit er nicht schreit. Weiß nicht genau, was als erstes passiert ist. Wenn du den Mengbiller einstichst, dann bist du sehr sicher tot, kannst aber sicherlich noch um Hilfe rufen. Und wenn du als erstes die Kehle durchschneidest, dann bist du sehr sicher tot, dann gibt es aber keinen Grund mehr für den Glasdolch. Ich würde auf jeden Fall mal den Mengbiller entfernen, das Kopfkissen, den Bezug entfernen und den Mengbiller, die Reste zumindest davon, in den Kopfkissenbezug einwickeln und es beiseite legen. Und dann würde ich mich mal in dem Zimmer genau umschauen. Wie ist der Täter hier reingekommen? Gibt es ein Fenster zum Beispiel? Es gibt ein kleines Fenster, das ist aber so hoch und so schmal, dass man da nicht durchsteigen kann. Da kann man auch nicht durchspannen. Gut, also die einzige Möglichkeit ist wahrscheinlich die Tür. Also man könnte, wenn man sehr schlank wäre, könnte man auch durch das Fenster durch, aber da stehen auch Blumen vor oder sowas, also die kann er dann ja nicht wieder zurückgestellt haben und das Fenster verschlossen, das geht nicht. Also er muss durch die Tür gekommen sein. Oder er war schon im Zimmer. Oder er war schon im Zimmer. Gibt es hier weitere Einrichtungsgegenstände wie einen Schrank? Ja, Schrank, kleinen Spiegel oder sowas, ich würde mal kleine aufs Kommode. Bett gucken. Ich vermute mal, es ist kein Himmelbett, also hat kein Dach irgendwie. Das Bett. Nee, eine schmutzige Unterhose. Dann würde ich mal unter das Bett gucken und mal die gucken, ob da, ich vermute mal, die Betten werden, also unter die Betten wird nicht oft gefegt, ob da wird man sehen, ob da jemand drunter lag oder immer noch liegt vielleicht sogar. Nein, liegt keiner drunter, lag keiner drunter, also viel Staub und eine schmutzige Unterhose, die da schon seit längerer Zeit liegt. Dann würde ich mal das Rest im Zimmer suchen, also die Schränke. Alles leer, also steht zwar drin und es ist gemütlich für einen Puff eingerichtet, aber es sind keine Sachen drin, also keine Seefahrtsuniform oder irgendwelche Sachen von den Huren. Ist nix. Gibt es irgendwelche Vorhänge, wo man sich hier da verstecken könnte? Nee, also du guckst kurz nochmal das Fenster an, da sind auch keine Vorhänge vor. Das ist auch nichts, wo man sich hier da verstecken kann. Irgendwann klopft es. Öffnet sich dann, ja, dann kommt rein. Boltags auch. Okay, dann schiebt er Boltags ein bisschen vor sich her, damit er die Tür hinter sich wieder zumachen kann. Nun, wie sehen wir aus? Nun, erst wurde er vergiftet und später, um sicher zu gehen, da er wirklich stirbt, wurde ihm die Kehle durchgeschnitten. Ich vermute, es ist eine Art Lähmungsgift zum Einsatz gekommen. Ich würde ihn gerne aufs Schiff bringen lassen. Denkst du, ja, wir bekommen ihn durch das Fenster da oben? Nun, ich fürchte nicht, also. Ich habe eine Idee. Kann gleich eine Dunkelheit zaubern, die alle Leute im Schankraum kurzzeitig ablenkt und währenddessen. Dies dürfte mehr Aufsehen erregen, als es wert ist. Nun gut. Wie wollt ihr eine Leiche durch Ranfer transportieren? Nun, gibt es einen Hinterausgang? Gibt's. Gut. Dann lasst mich kurz Diamantis von vorne holen. Diamantis wird auch noch geholt. Ich würde mir derweil im Raum mal angucken, ob es irgendwo Spinnenweben gibt oder sogar Spinnen. Ja. Okay, nicht dann, viel, aber ja. Dann würde ich mir eine von diesen Spinnen vorsichtig behutsam schnappen und
die mal in ein... Du hast ja gesagt, hier gab es eine Vase mit Blumen drin, oder? Ja. Würde ich die Vase ausschütten und die Spinne da reinsetzen und meine Hand so leicht drüber halten, sodass ich die Spinne gefangen habe. Alles klar. Oh, Abelmir, wir haben einen Zeugen. Ja, sicherlich. Nun, wir wollten doch mit diesem Spinnenexperten sprechen. Acht Augen sind mehr als zwei. Ganz genau. Ich meine, das könnte funktionieren. Ja. Mit Diamantes. Ihr holt von hinten mit den vier Dukatengardisten rein durch den Hintereingang. Kommt direkt hier hin. Wir wickeln den Jungen in den Teppich ein und bringen ihn wieder raus. Aber mir wollte ihr steht schmieren, dass uns niemand auf dem Weg sieht. Ja. Jemand eine Idee für eine Ablenkung? Ich meine, wir müssen. Dieser Paris ist vorbei. Vielleicht sollt ihr eine Sänfte mieten. Dort könnt ihr diese Leiche transportieren. Oder einen Karren, ja, das können wir mal draußen tun. Und wie viel Betrieb ist in diesem Gang von hier bis zum Hinterausgang, wenn ich jetzt mal einfach rausschaue nach links und rechts? Ja, in dem Gang, also so eine Person pro Minute ungefähr. Nun gut, wir machen folgendes. Ich werde eine winzig kleine Ablenkung im Schankraum produzieren und ihr setzt es um, ja? Wir treffen uns dann hinten, sobald man mich rauswirft. Sieht sich Jan dann jetzt nackt aus? Nein, ich fange eine Schleckerei an. So. Guck mich nochmal im Zimmer um, guck mal an die Decke. Ich weiß nicht, sehe ich irgendwas Auffälliges? Keine Ahnung. Jedenfalls zieht Jalan dann ab und tut genau das. Er versucht irgendwie gleichzeitig eine anzusprechen, die jemand anders gerade zu sich heranwinkt, okay. Und dann fängt er Streit mit dem Mann. Ey, das ist mein, hast du die gerade angeguckt? Junge, ich bin hier Stammkunde, willst du eigentlich was? Dann pack ihn am Kragen und los geht's. Alles klar. Ja, aber mir, also du wirst auch nichts weiteres finden, also was auch immer Boltax da mit der Spinne vor sich hat. Hoffentlich funktioniert das mit irgendeinem Druidentrick oder Geoden, aber das Zimmer an sich ist sonst nicht weiter auffällig. Nee, Mann, ich will die mitnehmen zu unserem Date mit dem Spinnenforscher morgen. Okay. Der kann der bestimmt in den Geist gucken. Ich dachte, du kannst Tiergedanken oder sowas. Das kann ich auch, aber halt nicht so gut. Okay. Und wenn wir schon eine Koryphäe hier haben,